Hallo Freunde, mein Name ist Saskia Hüppe. Ich komme aus Berlin und bin professionelle Volleyballspielerin. Ich habe schon viele Jahre in Deutschland gespielt, in Europa. Die längste Station war 6 Jahre in Athen für Olympiakos Piräus. Wir sind griechischer Meister geworden, Pokalsieger, wir waren ziemlich erfolgreich. Bin dann danach eine Saison nach Bukarest gegangen. Und wollte eigentlich aufhören, Volleyball zu spielen, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Die letzten Jahre waren nicht so erfolgreich. Ich hatte Pech mit Verletzungen. Und wie gesagt, auch allgemein habe ich den Spaß am Sport verloren gehabt. Dann, wie das Leben so spielt, habe ich eine Anfrage gekriegt für eine außergewöhnliche Liga in den USA, wo man eigentlich kein Team hat, sondern wir waren 44 Spielerinnen, 5 Wochen ging die Saison nur und jeden Dienstag, jede Woche quasi, wurden die Teams neu gedraftet. Entschuldige, mein Hund jault. Sie weint, ich hol sie mal kurz. Das ist Bernie. Bernie ist eine kleine Griechin. Und irgendwie ein bisschen schräg drauf die letzten Tage. Von daher entschuldigt bitte, aber ja, sie braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Genau, wo bin ich stehen geblieben? Genau, jede Woche wurde neu gedraftet und man hat seine eigenen Punkte gesammelt. Sprich, es gab am Ende ein Ranking und eine individuelle Spielerin hat gewonnen und nicht eine Mannschaft eben, sondern man hat halt quasi für sich selber Punkte gesammelt, wobei dennoch ein Sieg mit einem Team deutlich mehr Punkte ergeben haben als irgendwie individuelle einzelne Punkte, die man gemacht hat. Von daher war trotzdem ein Sieg als Team deutlich wichtiger, als dass man selber irgendwie Punkte scored. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ey, warum willst du eigentlich damit aufhören? Und wie das Leben so spielt, mal wieder, wurde parallel eine neue Liga in der USA, eine Pro-Liga gegründet, PVF, mit bis dato 6 Teams, dann wurde es aber erweitert auf 7 Teams und das 7. Team war Las Vegas. Die haben erst im September angefangen, ihr Team zusammenzustellen. Oh Gott, die kleine Maus. Im September ihr Team zusammenzustellen und braucht natürlich noch Spielerinnen. Und haben mich gefragt, ob ich da nicht irgendwie Lust drauf hätte. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Ja, yes, I do. So, so kam es, dass ich nach Las Vegas gegangen bin. Leider ist dann trotzdem noch was nicht so Schönes passiert, währenddessen ich Athletes Unlimited Seas, die Liga mit dem Draft, da gespielt habe, habe ich mich auch am Knie verletzt. Mein Knie hat schon einige Verletzungen hinter sich. Ich musste operiert werden, das war mittlerweile die 3. Operation an dem Knie. Von daher war die Reha auch ein bisschen schwieriger als bisher, weil es halt nicht besser wird, sondern tendenziell immer eher schlechter. Aber ich dachte mir, okay gut, ich habe genug Zeit. Die Liga hat im November aufgehört, hier in Las Vegas geht es im Januar los. Für Meniskus 2 Monate ist in Ordnung. Und dann kann ich so langsam wieder halt reinkommen und irgendwie aufbauen. Und wenn ich dann hier bin, habe ich ja auch noch mal einen Monat, bevor dann das erste Spiel losgeht. So habe ich mir das gedacht, passte schon alles. Als ich dann hier angekommen bin, habe ich mich aber in einem Tryout wiedergefunden. Dessen war ich mir nicht so bewusst, muss ich ehrlich gestehen, im Voraus. Und dadurch, dass halt auch die Liga neu ist, es in den USA bisher noch keinen professionellen Volleyball gab, sondern immer nur am College. Die Trainer natürlich ja auch immer nur am College trainiert haben und dementsprechend auch halt immer nur mit jungen Spielerinnen zu tun hatten. War das natürlich für die auch, oder ist es für die auch ganz was Neues, jetzt plötzlich ältere Leute am Start zu haben. Und ich sag mal so, die Trainingsmethoden sind anders. Also in Europa ist ein Training immer am Nachmittag, am Vormittag hat man vielleicht ein Krafttraining oder irgendwie eine leichte Technikeinheit oder irgendwas, so ein Stündchen. Und dann am Nachmittag 2 Stunden, lass es 3 sein, manchmal, ganz selten. Also ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal 3 Stunden trainiert hatte eigentlich. Hier ist es so, das Training ging einfach um 8:30 Uhr früh los, 3 Stunden,
direkt nur springen, 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 Angriff, 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 Angriff. Danach gab es Mittag, das haben wir uns geschnappt in der Halle, sind dann nach Hause kurz gefahren, meine Mitspielerin und ich, weil wir zwei kleine Hunde haben, also ich ein und sie ein. Ich habe schnell mein Mittagessen aufgegessen, bin kurz mit meinem Hund raus für 10 Minuten und zack wieder zurück in die Halle. Und dann ging es weiter. Zack, 2 Stunden nochmal. Und dann danach noch Krafttraining. Ich sag euch, diese erste Woche war Horror, Horror. Ich hatte einen Jetlag auch noch, 9 Stunden Zeitverschiebung. Der Körper, der eh noch nicht ready ist, weil ich gerade von der Verletzung komme. Dann dieses massive Training. Dann auch noch so nicht das Gefühl von einem Team, sondern eher so Ellenbogen raus, weil natürlich Tryout. Boah, die Wochen waren schlimm, ich sag's euch. Vor allem ist es ja so als Sportler, man identifiziert sich so sehr selber über seinen Sport und über seine Leistung. Das heißt, sobald man seine Leistung nicht bringt, jedenfalls ist das bei mir so, sobald ich meine Leistung nicht bringe, habe ich das Gefühl, ich bin weniger wert. Habe ich das Gefühl, ich habe keine Daseinsberechtigung in dem Sinne, sogar fast schon. Und das alles zusammen mit halt auch noch einem Schlafmangel, den man echt nicht unterschätzen darf, das nagt schon echt an der Psyche, muss ich gestehen. Von daher, die ersten Wochen waren Horror. Ich hatte das Gefühl, ich bin den ganzen Tag busy. Ich habe das Haus um 7:30 Uhr verlassen. Ich bin um 17 Uhr erst wieder nach Hause gekommen, weil ich den ganzen Tag nur trainiert, körperlich natürlich K.O., psychisch K.O. Die Leistung kam natürlich auch nicht. Man setzt sich dann auch noch nur noch mehr unter Druck irgendwie. Und man merkt natürlich dann auch, wie alle anderen von draußen gucken. Man weiß natürlich auch, dass die Trainer was von einem erwarten, was man in dem Moment nicht geben kann. Und die dann auch irgendwie sich denken, man selber eigentlich weiß, das wird schon. Dann aber auch irgendwie nicht so die Gegebenheiten hat, die man selber braucht, um wirklich auch sein Potenzial ausschöpfen zu können oder sich halt weiterentwickeln zu können. Und das war schon, wie gesagt, das war wirklich heftig. Und da habe ich öfter gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, und es wäre jetzt im September, was halt ein normaler Saisonbeginn in Europa ist, würde ich am liebsten gehen, muss ich ehrlich sagen. Aber dadurch, dass wir jetzt schon Januar bzw. fast Februar haben, und man in Europa halt gar nicht mehr die Möglichkeiten hat, noch irgendwo unterzukommen und allgemein alle Wechselfenster oder alle liegen. Also es ist einfach, es ist nicht möglich, einen neuen Job zu kriegen zu dem Zeitpunkt quasi. Dachte ich mir, ja gut, Arsch, Wacken zusammenkneifen und let's go. Ist die einzige Möglichkeit jetzt hier. Und dann, sind so 2, 3 Wochen vergangen in etwa, bis wir die ersten Cuts gemacht haben, bis die ersten Spieler aussortiert wurden. Wir waren am Anfang 20, jetzt sind wir 16. Wobei auch 2 neue nochmal dazugekommen sind und 2 gegangen. Also insgesamt waren, glaube ich, 22, 23 Spielerinnen hier. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, ins Team zu kommen. Muss aber ehrlich sagen, dass ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, alle anderen auf meiner Position waren auf jeden Fall deutlich besser als ich, und ich habe eigentlich gar keine Berechtigung dabei zu sein. Es ist eher so, wir haben jetzt eh schon das Visa für sie gezahlt, und wer da ist irgendwie, dadurch, dass ich halt Ausländerin bin, man darf nur 2 Ausländer haben. Das heißt, natürlich hängt da ein größerer Prozess dran, als wenn jetzt hier eine Amerikanerin herkommt. Und dann dachte ich mir, oder es hat sich so angefühlt wie, naja, jetzt haben wir uns die Suppe eingebrockt, du sollst also auch auslöffeln, so nach dem Motto, aber eigentlich wollen wir die nicht. Auch so, wie gesagt, mit den Teammates und so. Wie gesagt, weil man halt einfach auch an sich selber zweifelt, sieht man natürlich den Teufel hinter allen Ecken. Ah, so geht das Sprichwort nicht, aber ich hoffe, was ihr versteht, was ich meine. Es ist schwierig, da wieder rauszukommen. Es ist wirklich so Step by Step. Da merkt man, okay, gut, hier werde ich langsam ein bisschen besser, das wird langsam ein bisschen besser. Und dann versucht man sich so ein bisschen hochzukraxeln, aber eigentlich so deep down denkt man sich so, oh fuck, Mann, das ist echt, das bin nicht ich und das wird nichts. Und man will hinschmeißen, aber es geht einfach nicht so. Von daher, es gibt nur einen Weg, geradeaus und let's go.
Jetzt haben wir die ersten drei Spiele gehabt. Gestern war unser Home Opener. Und ich muss sagen, dass ich wirklich mich auch von Spiel zu Spiel gesteigert habe. Gestern war tatsächlich für mich persönlich ein ziemlich gutes Spiel. Leider haben wir verloren 3-1. Dafür haben wir das erste Spiel gewonnen gehabt, 3-2, was eigentlich auch der gleiche Gegner von gestern war. Das ist ein bisschen confusing. Ich weiß, unser League Schedule, da sehe ich auch nicht durch, aber who cares? Es ist auf jeden Fall ziemlich anstrengend, ziemlich belastend. Die Travels sind natürlich auch nicht zu unterschätzen hier. Ich meine, es ist nicht mal eben so eine Busfahrt nach Münster oder so, sondern es ist dann halt einfach mal ein Flug nach Orlando an die Ostküste mit 3 Stunden Zeitverschiebung und wieder zurück und dann noch nach Omaha und ne, also wir waren 6 Stunden, 6 Stunden sage ich schon, 6 Tage unterwegs, erst Omaha, dann Orlando und dann wieder zurück, sind eingeflogen am Super Bowl Sonntag. Das war auch eine coole Erfahrung tatsächlich. Ja, wir sind angekommen und unten am Gepäckausgabeband quasi die ganze Zeit hier, oh, where are my Chiefs Fans, where are my 49ers? Man konnte irgendwas gewinnen und natürlich alle wurden schon in the mood gebracht irgendwie für das Spiel. 3 Stunden später, ja, es war auf jeden Fall, das war so richtig amerikanisch. Sowas, glaube ich, findet man in Deutschland nicht. ja, genau. Also so ist meine Erfahrung bisher. Wie gesagt, jetzt gerade denke ich mir, okay, cool, ich bin langsam wieder da, ich habe auch langsam mein Selbstbewusstsein wiedergefunden. Es ist vieles neu, das ist untertrieben, es ist alles neu, es ist alles anders. Ich würde ja sagen, außer der Ball, aber selbst der Ball ist anders. Wir spielen auch mit einem anderen Ball. Die Netzhöhe ist gleich, auch wenn sie anders angegeben wird, weil hier gibt es da keine Meter und Zentimeter. Ich weiß gar nicht, auf wie viel Feet das Netz hier hängt. Aber ja, genau. Wir haben, wie gesagt, unseren Home-Opener verloren. 3-1. Die Halle war fast ausverkauft. Wir spielen vor 5.000 Leuten, in Omaha waren es 9.000, also es ist schon wirklich geil, es macht schon wirklich Spaß. Ich bin gespannt, was noch alles so auf mich zukommt, Geschichten, die ich erzählen kann. Ich habe es noch nicht richtig geschafft, an den Strip zu gehen, ich war einmal da, aber zählt nicht, war nur kurz. Von daher, das steht auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste. Heute ist Day Off, es ist frei und wir werden auf jeden Fall heute mal zum Red Mountain gehen und da ein bisschen hiken. Da werde ich auf jeden Fall euch auch noch ein paar Impressionen nachliefern. Da kann nämlich auch die kleine Maus hier, Bernie, sag einfach hallo. Hi Bernie. Die kommt mit und darf dann mal ein bisschen laufen und sich austoben, wobei ich gar nicht mal weiß, ob sie da so froh drüber ist, wenn sie hört, dass sie viel laufen muss. Sie ist wirklich ein Schoßhund. Ansonsten schreibt mir doch auch einfach gerne unten in die Kommentare rein, was euch so interessiert. Fragen, die ihr eventuell habt oder genau, einfach irgendwie was euch am meisten interessiert, sei es Volleyball, sei es USA, sei es Las Vegas, sei es Bernie, wo, also egal was, wo immer ich mithelfen kann oder ja, ich beantworte auf jeden Fall gerne eure Fragen. Und ansonsten sage ich einfach tschüss, habt noch einen schönen Abend, wir starten jetzt in den Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.